Running Free, der Podcast mit Sportphysiotherapeut, Lauf- und Mentaltrainer Florian Reiter. Laufen als deine Basis für körperliches, mentales und emotionales Wohlbefinden. Finde deinen Rhythmus durch achtsame Bewegung in und mit der Natur. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einer weiteren Episode. Wenn du jetzt regelmäßig bei mir beim Podcast dabei bist, hast du vielleicht gemerkt, dass jetzt eine etwas längere Pause war. Ich habe nämlich Beschwerden gekriegt in letzter Zeit zu meinem Podcast, weil ich zu viele Episoden mache, 2 pro Woche, und die Leute kommen mit den Herden immer noch. Und jetzt habe ich mal eine 10- oder 14-tägige Pause mittendrin gehabt, und umso mehr freue ich mich, jetzt wieder ein Podcast-Gespräch zu führen, einem Experts Talks, und bei mir zu Gast, ich habe es ja schon angekündigt, auf Instagram, den Podcast gibt es wieder auch Videopodcast, ganz genauso, wenn du dir gerne auf YouTube anschauen möchtest. Ja, ist die liebe Eva Maria Sperger. Und ich darf dich ganz, ganz herzlich begrüßen, liebe Eva. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und bei mir zu Gast bist. Ja, ich freue mich voll. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt, wenn du zuhörst, kennst du die Wahrscheinlichkeit, wenn du im Trailrunning aktiv bist, ist vielleicht recht hoch, dass du die Eva kennst. Trotzdem vielleicht nur ein paar Worte über die Eva. Du kannst es dann natürlich liebend gerne ergänzen, korrigieren oder erweitern, Eva. Ja. Die Eva ist Psychotherapeutin und ja schon ganz lange im Trailrunning aktiv, wobei sie eigentlich gar nicht so früh angefangen hat wie vielleicht so manch andere. Und ja, sie war 2-mal Trailrunnerin des Jahres in Deutschland. Sie war bei großen Trailrunning-Rennen am Start, hat er gewonnen, hat beim, ich habe mit Klaus kürzlich gesprochen, der Gößweiner Klaus, guter Freund von mir, mit dem ich ganz viele Camps schon gemeinsam gemacht habe, der hat den Großglockner Ultratrailer gewonnen. Und er hat gesagt, ja, die Eva kennt er natürlich auch, die hat da eine Rekordzeit damals hingeknallt und einen neuen Streckenrekord bei den Damen. Und auch im Gesamtfeld war es ganz vorne dabei. Und dann habe ich noch einen ganz besonderen Moment in Erinnerung. 26. August 2022. Dort habe ich die Eva das erste Mal live gesehen. Ich war eingeladen und habe beim sagenhaften UTMB zuschauen dürfen. Ich war an dem Wochenende als Zuseher dort und ich stehe im Startbereich, Gänsehaut. Ich habe teilweise Tränen in die Augen gehabt, nur vom Beobachten, vom Zusehen. Es war einfach wow. Ich stehe da mitten in Chamonix und dann sehe ich da eine Frau, absolut in sich gekehrt, ruhend, die Augen geschlossen und so richtig, wow, rundherum war Trubel und das war die Eva. Und die Eva steht dort im Startblock und ich habe so gemerkt, okay, jetzt würde es mich wirklich interessieren, was die Eva da gerade, was in ihr drinnen abläuft, wie die Anspannung ist, und sie hat so viel Ruhe, du hast so viel Ruhe ausgestreut, Eva, und vielleicht möchte ich da gleich mal einsteigen. Wie war für dich dieser Lauf? Das Ergebnis war ja dann sensationell. Und ja, wie war der Moment? Ich habe dich das erste Mal gesehen, bin 15 Meter vielleicht neben dir gestanden und habe dich da kurz beobachtet. Wie war für dich dieser Moment? Oh ja, also Chamonix und da zu stehen an der Startlinie vom UTMB, oh, da kribbelt es schon, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut. Das ist einfach wahnsinnig toll in dem Feld, oder wenn 2500 Leute, glaube ich, sind ja da und alle gucken dann von den Hotels so runter. Und also das ist einfach ein absoluter Gänsehaut-Moment, wo man einfach so runterzählt und wartet, dass es endlich losgeht, in die Nacht reingeht und so. Das ist einfach ein total schöner Moment, ja, den dann ich auch dieses Jahr wieder haben werde, hoffentlich. Ja, super spannend, super spannend. Ja, und du bist ja dann, du bist Top 10, also du bist als 10. Frau dort beim UTMB eingelaufen. Es ist ja für die, die es nicht kennen, einfach ein riesengroßes, spannendes, sagenumwobenes Rennen. Und so im Rückblick auf den Lauf, was für 2, 3 Dinge fallen dir in der Erinnerung an diesen Lauf, kommen dir jetzt da noch in Sinn, wenn du an die 170 Kilometer der Retour denkst? Das Erste, was mir einfällt, ist der Begriff von Kindness, also Freundlichkeit oder Mitgefühl, ja. Weil dieser Begriff mich total durchs Rennen begleitet hat. Den hat mir mein Trainer damals auch so mitgegeben. Und es passt auch zu meinen Mitgefühlskursen, die ich da gebe. Und vielleicht ist das auch der Grund gewesen, dieser Ausstrahlung von Ruhe, weil mich das total begleitet hat. Und also das fällt mir als Erstes ein.
Und dann fällt mir als zweites ein, dass ich bin so durch dieses Rennen durch und ich meine, man hat das wirklich nicht immer, aber das war sehr weite Strecken einfach ohne Krise. Mir ging es die ganze Zeit gut Ja. und alle waren so froh. Der Johannes, der halt mich supportet hat, mein Mann und so, alle so, oh Gott, ja, das klappt und alles ist voll stabil und total gut durchs Rennen. Und dann kam die Ildiko, also auch eine Läuferin, 58 ist sie, glaube ich, x-mal UTMB, und sagt, so, und jetzt gibst du Gas, weil da ist eine hinter dir und jetzt den Platz lässt du dir jetzt nicht mehr nehmen. Und alle so, nein, um Gottes Willen, Ildiko. Dann die letzten 3 Stunden von dem Rennen gestresst ohne Ende, die ganze Zeit rumgeguckt und habe nochmal alles rausgeholt. Das war der Moment, der mir einfällt. Super, das heißt, so kleine Aussagen oder dann Hinweis auf eine Platzierung, die können dann schon nochmal eine Veränderung schaffen, gell? Ja, klein war die nicht, die war sehr deutlich. Die war, du gibst jetzt Gas. Ja. Genau. Super. Glaubst du rückwirkend, bist du dadurch auch schneller gelaufen oder wärst du das gleiche Tempo gelaufen? Nee, na, da bin ich. Auf jeden Fall habe ich als echt nochmal alles rausgeholt, habe nochmal sehr gelitten. Das geht ja dann doch noch irgendwie 1000, 1500 Höhenmeter hoch in einen Anstieg, ja. Und du siehst dann irgendwann nur noch Stirnlampen hinter dir und du weißt nicht, ist es jetzt Männer oder ist es doch eine Frau, ne? Boah, und Ja. ich bin in Chamonix eingesprintet. Also ich glaube, wahrscheinlich die schnellste Zeit, Zwischenzeit habe ich einfach, weil ich in Chamonix gesehen habe, da sind Stirnlampen noch dahinter und jetzt will ich echt einfach nichts mehr riskieren. Herrlich, und in Zukunft muss man. Entschuldigung, was hast du noch gesagt? Also voll sprintend halt eingelaufen. So, ja. Nach 170 Kilometer und mit was für einer Zeit warst du dann im Ziel? 28 Stunden irgendwas waren Ja. es. Ja. Also zukünftig gut überlegen, wo du wen positionierst, der dann die richtigen Wörter dann noch und die richtigen Motivationsspruch dann noch liefert. Wobei das kann ja vielleicht manchmal dann vielleicht nicht so gut funktionieren. Das muss dann einfach schon passen. In dem Fall hat es jedenfalls definitiv gepasst. Ja, total, war Ja. auch hilfreich. Also war auch gut. Ja. Es war für Ja. mich einfach als Zuschauer unglaublich berührend, weil man hört ja über UTMB das Unterschiedlichste von Kommerz bis da oder da alles rundherum. Alles klar. Und ich wollte es einfach mal selber sehen und ich habe dann die Möglichkeit gehabt und ich war wirklich beeindruckt. Also die Stimmung, die Emotionen. Und ich habe dann am letzten Tag noch kurz vor Zielschluss oder in den Stunden davor habe Zieleinlauf geschaut und ich habe echt Gänsehaut gehabt. Die Tränen sind mir runtergelaufen. Ich habe nicht gewusst, okay, was passiert da gerade mit mir? Was ist das? Und man merkt einfach, das sind für viele die Lebensziele. Der Mann, die Frau, die am Streckenrand stehen, die motivieren, anfeuern, die Familie, die Kinder. Also es war wirklich Emotion pur. Also wird sicher bei vielen anderen Rennen auch geben. Ich habe es halt da ganz intensiver miterlebt. Auch finde ich so, also ich liebe es auch, mich an diese Ziellinie zu stellen und dann halt, wenn die vielleicht kürzeren Strecken oder so, also die letzten Läufer, die dann wirklich einlaufen und sind so viele Leute noch da und das ist so eine tolle Stimmung. Ich könnte mich da auch hinstellen und nur Gänsehaut und oh, das ist ganz speziell, das muss man einfach mal gesehen haben. Ja, echt sehr, 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 sehr erlebenswert. Das war dann für mich der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendein Camp-Format einmal machen, das dort in Chamonix stattfindet. Und jetzt dieses Jahr mache ich eben mit Laura und Philipp ein Format, wo dann unser Ziel in Chamonix ist. Da freue ich mich auch schon richtig, aber da können wir dann nachher noch ein quatschen. Wir zwar machen ja dieses Jahr im Herbst auch erstmals ein Camp gemeinsam. Da werden wir dann vielleicht eh noch das ein oder andere drüber reden. Ich habe in der Anmoderation schon kurz überlegt, ob ich vorstelle, Eva Sperger, Thai-Boxerin, Psychotherapeutin und Trailläuferin. Verzeih mal, weil was hat es mit Thai-Boxen auf sich? Und also der Punkt, wann bist du eingestiegen mit Trailrunning? Ich mache jetzt schon ganz viele Camps und da waren hunderte Teilnehmer und Teilnehmerinnen und manche haben gesagt, war, ich hätte es gern früher angefangen. Die sind Mitte 30 oder 30. Und sie haben was verpasst, weil wenn sie jetzt mit 15 schon angefangen hätten, dann wären sie jetzt die Super-Ultraläufer und sie hadern damit, dass sie nicht früher begonnen haben. Vielleicht, liebe Eva, nimmst du uns mal kurz mit in deinen Sportstart, was mit vielleicht Thai-Boxen auf sich gehabt hat und wann du mit dem Trailrunning begonnen hast und inwiefern das Alter da so entscheidend ist. Ja, genau. Ich denke das schon auch manchmal, dass ich gern früher begonnen hätte. Ja. De facto habe ich aber ja, mit Thai-Boxen eigentlich als ersten Sport angefangen, so mit 18. Und
Genau, habe das so 6, 7 Jahre gemacht. Oder 8 Jahre? 8 Jahre habe ich das gemacht, genau. Und tatsächlich irgendwann auch wettkampfmäßig, Ja. war auch mehrfach in Thailand. Und bis mir irgendwann auch klar geworden ist, boah, das ist auch eine super Basis eigentlich fürs Laufen. Und ich war vor kurzem mal wieder beim Thai-Boxen und habe festgestellt, boah, krass, das ist ja eine mega coole Sportart tatsächlich. Und Cool. ich habe immer gedacht, ich hätte nie Intervalltraining gemacht, bis ich dann mal da die 30 Sekunden am Boxsack. Okay, dann habe ich, war mir klar, also V2 Max Ja. Training hatte ich auch damals schon. Ja. Genau. Und ja, und dann habe ich das aufgehört, weil ich dann halt so keine Lust mehr hatte im Keller und dunkel und halt nicht draußen und so. Und dann war es halt echt so ein buntes Durcheinander. Also von ja, Bergsteigen und Skitouren gehen und Klettersteig und hohe Berge besteigen. Bergsteigen, Mont Blanc war ich dann auch und so, also auf den 4000ern. Genau, und echt eine bunte Mischung, Rennradfahren, alles kreuz und quer. Und dann angefangen, also erste Wettkämpfe habe ich mit 35 dann gemacht. Aha. Also der erste Lauf war dann der Base Trail vom Zut. Und ja, genau, und dann ging's los damit. Dann war das Feuer entfacht. Wie, in welchem Jahr war dann der Zut, der erste Bewerb? Wie lange ist es jetzt in etwa her? Das war dann mit 35. Was war das dann? War das 2015, Ja. genau. 2015. 2015. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Unglaublich. Und dann sind dann eigentlich so schnell dann die ersten Erfolge und auch die ersten großen Erfolge gekommen, weil du hast du mittlerweile echt viele Rennen auch gewonnen oder Top-Platzierungen. Ist es dann so super schnell gegangen bei dir? Also der erste war der 35er vom Zut. Dann Ja. habe ich in Cortina irgendeins mit einer Marathondistanz. Weiß aber gar nicht, welche Platzierung. Und das Jahr drauf dann, 2016, da habe ich 5 Wettkämpfe gemacht und 5 gewonnen. Also da ging es dann 40, 50, 100. Ja. Und dann, ja, genau. Also da, das war ein recht erfolgreiches Jahr direkt. Ja, und jetzt meine Frage an dich. Wie hat das passieren, unter Anführungszeichen, können? Wenn du da jetzt zurückschaust und dir überlegst, okay, warum hat das bei dir, Eva, innerhalb von so kurzer Zeit, wo du aus anderen Sportarten kommst, ich glaube, du hast schon mit Rennradfahren und so Ausdauersportarten auch gemacht, wie kann das funktionieren? Das werden sich jetzt vielleicht auch manche Zuhörerinnen denken, okay, wie geht es bei der Eva? Warum hat die in 2016 dann schon solche Erfolge feiern können? Also ja, damals konnte ich das natürlich überhaupt noch nicht zuordnen. Mittlerweile, wenn man so viel über Training verstanden hat, dann glaube ich halt schon, dass einfach diese ganz langen Sachen am Berg, also wir waren halt, wenn wir kurz unterwegs waren, waren wir 7, 8 Stunden unterwegs. Und Okay. wir waren halt wandern, ja, aber also wenn du mit schwerem Rucksack und Gepäck halt ewig, ewig rumlatscht, also Mont Blanc-Überschreitung waren halt 13 Stunden am Stück, ja. Und oder das Rennradfahren, ja, also ich habe mal gefragt, so 180 Kilometer, echt, heute haben wir nur 180. Also ja, das macht halt deutlich, wir waren wirklich richtig, richtig viel. Ich habe nie Intervalltraining gemacht, also nur Grundlage, Grundlage, Grundlage. Aber ich glaube, dass das halt der Grund war, warum ich mich nicht verletzt habe. Also, und ich weiß ja mittlerweile auch, dass das ja auch die VO2 Max unglaublich trainiert. Ne? Wir denken ja bei VO2 Max immer nur an das Intervalltraining, aber nein, es ist ja auch ganz viel das Grundlagentraining, was einfach hilft. Und ja, das hat halt super viel ausgemacht, denke ich. Und sicherlich auch vom Thai-Boxen so die Sprungkraft und da sicherlich schon auch, also klassisch so richtig hochintensiv trainiert. Und ja, also wenn ich mir manchmal denke, Mensch, was wäre jetzt passiert, wenn ich halt mit, also ich 14, 15 angefangen hätte, so auf der Bahn, Training und so richtig in Leistungssport eingestiegen wäre. Ja, hätte auch sein können, dass ich bis jetzt so eine Leidenschaft habe, aber wer weiß, ne? Vielleicht, wenn man sich manchmal so zu früh auch schon so in solche Strukturen reinkommt.
Also mich hat halt eine absolute Leidenschaft getragen und das habe ich bis jetzt. Also für mich war das nie Druck, nie Zwang, sondern es ist halt einfach das, was ich am liebsten mache. Und ich habe es halt super gern gemacht und habe mir gar keinen Kopf gemacht. 100 Kilometer laufen, ja klar, mache ich. Ja. Warum? Also einfach so, einfach aus Spaß an der Freude, ohne irgendwas dahinter. Und ich glaube halt schon, dass dieses Spielerische ein großer Erfolgsfaktor letztendlich auch war. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Und für alle, die jetzt nicht zuschauen und uns vielleicht über YouTube zuschauen, man sieht die Freude, die springt über den Bildschirm. Also wir sind jetzt örtlich nicht direkt beisammen und die springt direkt über den Bildschirm, so wie du über das Laufen, über das Trailrunning und über das in den Bergen unterwegs sein oder lang unterwegs sein redest. Und ich glaube, dass das eine Basis ist, die spielerische Freude und Leichtigkeit. Das ist ja das, was auch mein Zugang ist und wo wir, glaube ich, bei unserem Camper einiges mitgeben können. Ja, ich kann ambitioniert trainieren. Du bereitest dir von UTMB oder anderes großes Rennen ambitioniert mit Disziplin wahrscheinlich vor. Und die Basis von dem Ganzen, dass die Freude, die Kindness, der spielerische Zugang, dass das einfach nicht aus den Augen verloren wird. Ich glaube, das ist super wichtig. Weil ich manchmal beobachtet, dass das ein bisschen aus den Augen verloren geht und dann wird oft auch der Druck ein bisschen mehr. Und da passt vielleicht auch die Frage, die ich von meiner Community im Vorfeld jetzt noch gekriegt habe. Und zwar hat der Roman was, glaube ich, gefragt, wie finde ich die richtige Balance zwischen zu viel und zu wenig Motivation? Und da möchte ich noch dranhängen, ich habe bei mir in der Physiotherapiepraxis, wo ich gerade sitze, viele kennengelernt in den letzten Jahren, die ein zu viel an Motivation, wenn es es gibt, entwickelt haben und am Körper nicht mehr hingehört haben und vor lauter Anfangseuphorie dann auf einmal große Erfolge oder kleine Erfolge, Leistungsdruck und dann haben es chronische Schmerzzustände teilweise gehabt, weil einfach dann der Spaß schnell vorbei war. Also da die Frage so an dich, wie finde ich so jetzt eine gute Balance an zu viel oder zu wenig Motivation oder gibt es zu viel Motivation überhaupt? Ja, also ich finde es eine super gute Frage, ob es zu viel Motivation gibt und das glaube ich ja. Also ich denke gerade an die Worte von Marco Olmo, heißt der in UTMB mit, glaube ich, 58 gewonnen hat. Das ist völlig krass. Unglaublich. Die Doku über ihn, die rentiert sich echt, das anzuschauen. Er sagt, wir haben eine Leidenschaft und dann fangen wir an dieser Leidenschaft zu ziehen. Und so lange, bis uns eigentlich so die Freude und die Leichtigkeit verloren geht und bis es bricht eigentlich. Ne? Und ich glaube manchmal, wenn man so über Spitzenleistung und Hochleistung und den Druck, dann glaubt man, dass man so ganz viel über die Grenzen gehen muss und ganz viel, ganz schnell oder so weit hinaus. Und ich glaube aber eher, dass das Geheimnis von der Leistungsentwicklung darin besteht, dass man eigentlich das Gewöhnliche macht und auch gewöhnlich bleibt, also weil einfach gewöhnliche Dinge tut und einen Schritt nach dem anderen, also mit einer gewissen Demut eigentlich. Es ist ein langer Prozess und jeder einzelne Baustein braucht einfach viel Muße und wahnsinnig viel Zeit, auch in der Umsetzung. Und sobald ich zu viel möchte, bricht das System eigentlich. Und ich meine, das weißt du als Physiotherapeut nur zu gut, ja, das ist dann, wenn man zu schnell zu viel, dann bricht es und dann bricht es halt richtig. Und diese Geduld zu haben, den Prozess langsam zu machen. Und das ist halt so schwer, darauf zu vertrauen, dass ein langsamer Prozess letztendlich Spitzenleistung ausmacht. Und da muss ich mich jetzt als allererstes an die eigene Nase nehmen, weil das könnte ich mir am Tag wahrscheinlich 10-mal selber sagen, weil ich am Tag 10-mal wieder denke, und du musst und schneller und mehr und besser und Ja. Ich werde das unten in die Shownotes verlinken, ich habe die Doku noch gar nicht gesehen, klingt super spannend und auch das Bild, das du da jetzt brauchst hast von einem, wann wir an der Leidenschaft ziehen und wann wir dann wollen und wann so dann, der Zug so stark wird und ich vielleicht noch gar nicht so elastisch bin oder mein Gewebe, meine Achillessehne, also jetzt im übertragenen Sinne, die halt auch manchmal, wo es ein bisschen hapert oder zwickt oder beim Knie vielleicht wo, noch, ich darf an der vielleicht noch gar nicht so viel anziehen. Und ich habe mit ganz vielen Athleten und Athletinnen zu tun gehabt in den letzten Jahren, die halt viel gezogen haben auch, weil halt, ja, es ist ja die Leidenschaft und ich habe es bei mir selber erlebt, zwischen 2012, wo ich mit Trailrunning begonnen habe und 2014 war ich in einem super Übertraining drinnen, ich habe erste kleine Läufe gemacht, den ersten Berglauf gewonnen,
jeden Tag in die Arbeit gelaufen, 20 Kilometer. Das war von Montag bis Freitag, also hin retour waren es 20. Und dann am Wochenende nochmal 20, 30, 40, 50 Kilometer mit Höhenmeter. Höher, schneller, weiter, Erfolge. Wow, jeder Trail war neu, es war alles so neu in meiner Umgebung, alles neu erkundet. Und ich habe eigentlich die Erschöpfung und die Ermüdung gar nicht so gespürt, bis irgendwann meine Achillessehne gesagt hat und mein Knie, du Flo, irgendwas ist dann immer rund und mir hat es dann immer so Spaß gemacht. Und das war für mich so, das habe ich einmal in der Jugend gehabt und einmal, wo ich mit Triathlon begonnen habe, so voller Euphorie mit 20. Und das war dann so das dritte Mal, wo ich dann nochmal so richtig in das eingefallen bin, absolute Motivation, Leidenschaft und dann Übertraining und Schmerz. Ja, klar. Also, und das ist einfach ein klarer Indikator, wenn man keine Lust hat auf Training oder wenn das so anstrengend wird, dass das schon was auch mit einem beginnenden Übertraining zu tun hat. Da kann man sich einfach wirklich beobachten. Und es ist halt unfassbar schwer, sich selber dann das einzugestehen und eine Grenze zu setzen. Also ich schaffe es meistens selber nicht, wenn ich niemanden habe, der mich irgendwie runterbremst. Ja, ich kenne das von mir. Selbst mein eigener Physiotherapeut zu sein, ist eine ziemliche Challenge oder ein Trainer und vielleicht ist es ja bei dir ähnlich und da ist der Blick von außen einfach für mich wieder unglaublich, unglaublich wertvoll. Und da bin ich dankbar um Menschen in meinem Umfeld oder wo ich hingehe und mir Support hole, die mir dann einfach ehrliches Feedback geben. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja, total wichtig. Ja, jetzt bist du... Das Thema Leistungsdruck und Vergleich mit anderen. Wie ist da deine Erfahrung damit jetzt? Also du bist ja Psychotherapeutin, du beschäftigst dich sehr, sehr viel mit der Psyche von uns Menschen. Jetzt, du arbeitest ja nicht nur mit Sportlern und Sportlerinnen zusammen, sondern du hast einfach auch schon, ich glaube, 15 Jahre Berufserfahrungen in dem Bereich, was ja unglaublich spannend ist. Da möchte ich mich auch noch ein bisschen austauschen zu dem Thema. Wie nimmst du das wahr, so mit Leistungsdruck? Was sind oft so die Ursachen und wie kann ein Vergleich mit anderen motivierend sein und ich nenne es jetzt mal gesund sein? Wie kann das aber, kann es auch manchmal passieren, dass der Vergleich mit anderen dann einfach nimmer gut tut? Also ich finde es gut, dass du sagst, dass ein Vergleich mit anderen auch gut tut, weil das wird manchmal ein bisschen vergessen. Ne? Wir reden als das, oh, und der Vergleich und so schlecht und soll sich weniger vergleichen und Leistungsdruck. Ich finde auch, also Konkurrenz ist ja auch was, wo beide dran wachsen. Das fand ich so interessant, mal so zu hören. Ja klar, in der Konkurrenzsituation wachsen beide. Manchmal merkt man ja auch, dass so Zwillinge oder Geschwister irgendwie voll gut sind. Ja, warum? Weil die halt sich gegenseitig immer als Konkurrenz haben und darin total wachsen und dann super sind, super werden. Und also das finde ich eigentlich auch schön, das mal sich so zu sagen, dass das nicht nur was Schlechtes ist. Ja. Und und gleichzeitig, ich glaube, wir können nicht anders, als uns zu vergleichen. Und ich glaube, ein Leistungsdruck entsteht halt auch schon natürlich durch, wenn man halt Strava aufmacht. Ich habe es mit dem Johannes am Wochenende gesagt, da siehst du, okay, die ist jetzt 220 Kilometer gefahren, der ist 50 Kilometer gelaufen. Also du denkst eigentlich so, wow, krass, das ist schon fast Normalität, ja. Da muss man schon wirklich aufpassen auf sich, dass man da nicht die Relation verliert und wieder einfach so am Boden bleibt. Und sich da, wann ist das gut, wann tut mir das gut und wann ist es auch echt mal Zeit, das Handy abzuschalten oder diesen Vergleich abzuschalten. Also ja, auch wahrscheinlich leichter gesagt als getan, weil wann machen wir es wirklich? Wir haben es ja vorgenommen fürs Camp, gell? Ja. Das finde ich so gut, weil es ist auch ein Selbstexperiment. Ja. Ja, also ich glaube einfach, da geht es wieder viel wahrscheinlich um Achtsamkeit und um Selbstwahrnehmung, weil wenn man realistisch zu sich selber ist, dann vergleichen wir uns auf alle Fälle. Und ich denke, Leistungsdruck oder vielleicht auch gerade, wenn man sich selber manchmal nicht so sicher ist oder wenn man einfach auch vielleicht in der Lebensgeschichte, in der Vergangenheit so Situationen hatte, wo man einfach nicht so integriert war oder nicht so ein positives Feedback mitbekommen hat, dass dann halt so der Sport ist ja schon was, wo man sich einfach sehr leicht auch ein Selbstwertgefühl abholen kann. Und ja, wo ist dann die Grenze? Also wann hört es auf? Wenn der Erfolg da ist, wie du sagst, ne? Man gewinnt ein Rennen und das nächste und das nächste und dann ist es wie Erwartung.
Da muss man dieser Erwartung ja auch irgendwo nachkommen. Muss man nicht, aber es ist halt, man möchte ja irgendwie auch nicht jetzt auf einmal wieder anders gesehen werden. Und ja, ich glaube, das ist so ein Prozess auch für einen Sportler oder Sportlerin. Ich glaube, am Anfang ist es leicht, ja, diese Erfolge haben und einzufahren. Keiner kennt einen, niemand erwartet das. Ne? Von mir haben Leute gesagt, na ja, die Blonde da, was steht denn die jetzt hier vorne? Wirklich? So, bis ich dann halt vorne mitgelaufen bin. Und Herrlich. keiner kennt dich, ja, also niemand weiß, wer du bist. Und dann auf einmal, ja klar, ich meine, das ist nur cool, das motiviert einen total. Beim Transgran Canaria, da war eine Schautafel mit irgendwie 20, 30 Frauen. Ich war nicht mit drauf. Und dann läufst du auf Platz 5 damit. Ja, mega Mega. natürlich. Ja, das ist natürlich mega cool. Aber dann kommt halt irgendwann so dieser Kipppunkt, ja, so 2 Jahre vielleicht, wo dann halt Leute sagen, ja, du gewinnst eh. Ah, du bist da, du gewinnst eh. Ja, und dann ist es halt, hat man ja eigentlich nur noch was zu verlieren. Also dann, boah, kann ich das halten? Ja, kann ich jetzt wieder, kann ich das jetzt so, also, kann ich da wirklich vorne mitlaufen? Kann ich das, was andere von mir erwarten, noch liefern? Und dann ist es halt genau, dann verkehrt sich das, glaube ich, so ins Gegenteil, dass man dann wirklich eher Angst hat zu scheitern an dieser Erwartung nicht mehr nachzukommen. Und das habe ich, wie du es vorher gesagt hast, ich mache ja eben auch Mentaltraining für Spitzensportler und das ist halt genau dieser Punkt, ja, was macht dann auch, also wo macht Erfolg auch wieder Druck und wie gehe ich denn dann wiederum damit um? Ja, das ist super spannend. Danke, dass du das auch so ansprichst. Ja, so am Anfang erwartet man vielleicht selber noch gar nicht so viel. Man probiert es einfach mal aus und dann läuft es, man verbessert sich und dann ist das Umfeld schon, ich habe das ja auch gemerkt, wo die Leute dann gesehen haben, ich mache Läufe oder einmal 20, 30, 40, 50 Kilometer durch die Berge mit ein paar tausend Höhenmeter, dann ist ja gleich gesagt worden, ja, das ist ja für die eh nichts. Ich laufe viel langsamer wie du. Das, was ich mache, was mit mir gesprochen haben, ist ja fast nicht Laufen oder Trailrunning, weil ich mache nur so kurze Distanzen, wo es dann in der Bewertung sich selber dann auch gleich so abwerten, sie machen ja gar nicht so was Tolles. Und das ist ja für mich, ich mache da was Extremes oder das ist für mich dann viel leichter. Und da merkt man dann schon, wie sich die Gespräche verändern. Und ich sage, hey, ist doch wurscht, lauf 5 Kilometer mit 50 Kilometern, ist ja komplett egal. Es ist, auf das kommt es ja nicht immer drauf an. Aber das ist dann, da verändert sich schon was dann in der Sprache und auch in der Wahrnehmung. Ja, absolut, klar. Ja. Eine Frage war nur aus der Community, also wie, ob du, Eva, ob du vielleicht ein paar Basistipps hast so in der Vorbereitung, weil du bist ja immer Mentaltrainerin, Psychotherapeutin. Ich weiß, es ist ein riesiges Thema, aber so in Vorbereitung oder vielleicht während am Wettbewerb, gibt es also Sachen, die, wo du sagst, hey, das funktioniert irgendwie, das sind so Basics für die funktionieren da irgendwie richtig gut im Vorfeld oder Ja. währenddessen. Ja, bestimmt, klar. Also das mache ich tatsächlich auch, wirklich mich auf Läufe vorzubereiten Ja. und mental auch vorzubereiten. Und die Frage, die ich mir schon immer wieder auch stelle, ist, was motiviert mich denn? Also warum möchte ich jetzt nochmal in den UTMB laufen? Und ja, für den einen ist es halt vielleicht auch die Konkurrenz zu suchen, ja, oder gut zu sein oder am Podium zu sein oder mit anderen zusammen, also Läufer zu treffen, Läuferinnen, mit denen die Community kennenzulernen. Und für mich ist es halt schon, meinen Geist kennenzulernen, also den Geist in Extremsituationen. Ich möchte wissen, also ich mag das, dass man in einem Ultra, in aller Regel wird es schwierig. Und was mache ich denn dann? Also wie kann ich selber mit meinen Tools, die ich als Therapeutin erzähle, tatsächlich umgehen? Oder hilft mir das, hilft mir, warum hilft es mir auch nicht? So. Also einfach dieses sicher scheitert irgendwas, das mag ich einfach, ja. Und man kann dann immer wieder eine Erkenntnis draus gewinnen und einen Schritt weiterkommen. Das ist so, wenn mich jemand fragt, was sind so meine Gründe, das zu machen? Ich mag diese Auseinandersetzung mit mir selber und dass immer Wachstum da ist. Genau. Und also das finde ich halt total wichtig, sich diese Frage beantwortet zu haben. Wer bin ich ganz spezifisch und was gibt mir dieser Lauf oder das Laufen an sich?
Und also einfach dieses Warum, dieses Why, dass man das ganz klar hat. Weil im Wettkampf wird sicherlich aufkommen, warum mache ich den Scheiß? Ja. An, warum setze ich mir so ein Leinen aus? Das stelle ich nochmal in Frage, ja. Und dann ist es halt schon wichtig, das vorher für sich beantwortet zu haben und zu sagen, im Wettkampf wird es nicht diskutiert mit dem lieber Kopf oder so, dann gerne wieder danach. Also das finde ich wichtig, das für sich klar zu haben. Ja. Und dann finde ich es auch wichtig, also negativ zu visualisieren, sich auf negative Sachen vorzubereiten, also eben auf das Spannend. Schlimmste. Also so ein bisschen wie, ich packe meinen Koffer. Also, okay, mein Fuß, ich bin umgeknickt, jetzt habe ich Schmerzen, jetzt ist mir noch die Flask rausgefallen, jetzt kriege ich Magen-Darm-Probleme, jetzt meine Split-Times schaffe ich überhaupt nicht, die ich mir vorgenommen habe. Also, was könnte jetzt noch? Noch, jetzt könnte noch irgendwie die Jacke verklemmt sein, die Stirnlampe ausfallen. Also, dass man sagt, okay, und was alles von diesen Sachen wird mich jetzt am allermeisten auch treffen? Also, was wird mich am meisten aus der Fassung bringen? Ist es, wenn dieser und jener Schmerz wieder aufkommt? Oder ist es, wenn ich meine Zeiten nicht hinkriege? Oder ist es meinetwegen Kälte und Schnee oder Nacht oder was auch immer? Also wenn ich jetzt mich auf einen UTMB zum Beispiel vorbereite, dann mache ich das bei den Läufen vorher, dass ich mir diese schlimmen Sachen vorstelle. Und das tut richtig, ist mir auch richtig unangenehm, das zu machen. Ja, ich merke so, na, eigentlich will ich mir das nicht vorstellen. Ich will nicht, dass es passiert. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Also ich winde mich selber so dumm, Ja. mache es aber trotzdem. Weil es einfach so, in dem Moment, wenn es dann kommt, es trifft einen nicht mehr so. Man denkt sich so, ach ja, genau, jetzt kommt der Gedanke wieder, jetzt kommt wieder die Warum-Frage daher, warum mache ich den Scheiß und ich bin doch eh so langsam und so schlecht. Ah ja, schön, ich habe mich gut auf dich vorbereitet, lieber Gedanke. Also, dass man sich so, fast klingt ja sehr paradox, ja. Also wir wollen uns ja eher immer motivieren und positiv visualisieren und Wünsche ans Universum mäßig. Ja. Genau, und das ist ja genau die gegenteilige Empfehlung, die ich sehr, sehr nützlich finde. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch, also ich bin ja auch, mache auch Hypnose und bereite mich manchmal eben auch mit Hypnose oder so Selbsthypnose-Techniken auch vor. Also heißt, man spricht wie mit dem Körper, ja? Also ich spüre wie eine Kraftexplosion. Ich spüre, dass wie aus dem Boden Energie in meinen Körper aufsteigt. Ich spüre, die Atmung wird frei. Ich spüre die Kraft. Ich spüre eine Leichtigkeit. Oder manchmal sind es einfach nur einzelne Worte zu wiederholen. Weite, hinauf in die Weite oder sowas, ne? Was ich dann auch in der Hypnose vielleicht oder Selbsthypnose schon trainiert habe, was quasi im Körper, mein Körper erreicht. Und man mit dem Körper auf die Art auch interagieren kann. Also das ist jetzt natürlich nichts, was man so leicht einfach nur machen kann, weil das mache ich dann tatsächlich auch mit jemand, der Hypnose halt mit mir machen kann. Ja. Aber vielleicht so die ein bisschen abgespecktere Form davon, dass man so mit Mantren oder mit gewissen Begrifflichkeiten oder Visualisierungen arbeitet, das geht natürlich schon. Also das ist so ein Teil der mentalen Vorbereitung. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist nicht nur Vorbereitung, sondern Nachbereitung. Dass ich mir, wenn ich mir vorgenommen habe, hey, kann ich positiv bleiben? Also kann ich im Wettkampf wirklich eine Zuversicht und ein Vertrauen halten? Ja? Was ja jetzt easy ist, sagen wir, yeah, cool, Zuversicht. Trauen, Positivität klingt gut und gekauft, ja. Aber halt nach Kilometer 100 bei Schneeregen und mir ist saukalt und alles ist irgendwie total schräg, ist es halt schnell nicht mehr so, ja. Und dann aber nochmal zu dem Punkt zurückzugehen und zu sagen, habe ich das jetzt geschafft, tatsächlich diese Positivität zu halten oder diese Zuversicht? Und wenn nein, woran ist es denn gescheitert? Wie ging es mir denn? Was hat mir mein Kopf erzählt? Also in diese mini kleinen Details nochmal reinzugehen,
Das habe ich schon auch sehr aus der Achtsamkeit. Ne? Man setzt sich hin, schließt die Augen und atmet und dann redet man 5 Minuten, wie jetzt dieses Hinsetzen und Atmen war. So, ich habe geatmet, so, ja, was soll jetzt passiert sein? Ne? Aber ja, doch, passiert ja schon einiges eigentlich im Kopf. Ja? Also dieses, die Muße da nochmal hin zurückzugehen und in den Prozess nochmal reinzugehen und wirklich zu analysieren und wahrzunehmen, viel genauer, viel bewusster auch wahrzunehmen, was der Geist macht und sich darüber kennenzulernen. Das finde ich wahnsinnig hilfreich und nützlich. Und dann eben, dass diese Nachbereitung ist für mich ganz viel Vorbereitung, schon auch für den nächsten Wettkampf. Weil wenn ich in dem einen Moment da zum Beispiel reingefallen bin, ja, zu sagen, boah, warum so ein Schmarrn mache ich nicht mehr, ich habe keine Lust mehr und gleichzeitig auch aufgehört habe, essen und trinken, das ist mir nicht mehr passiert. Also mir ist es vielleicht wieder passiert, dass ich so gedacht habe, weil Gedanken stehen nicht in der eigenen Macht und Kontrolle. Aber was mir nicht mehr passiert ist, ist, dass es in mein Verhalten eingegriffen hat. Also dass ich dann ja mich nicht mehr versorgt hätte. Wow, mega. Also da war jetzt so viel Spannendes dabei. Danke, Eva, das war richtig, richtig spannend. Vor allem dein Zugang auch, wo du gesagt hast, ah, es ist eigentlich so leicht paradox, wir wollen immer visualisieren mit Affirmationen, mit so und so laufe ich ins Ziel ein, wo man sehr viel auf die positiven Dinge, die auch wichtig sind im Zugang, fokussiert sind. Aber dass ich echt auch so in die Dramaszenarien reingehe und mir denke, okay, Flo, wie ist es jetzt? Wann das kommt, dass ich das wirklich durchspiele, das mache ich manchmal vielleicht schon, aber so wie du das jetzt gesagt hast, war das für mich nochmal so, ah ja, okay, da kann ich eigentlich echt mehr in die Richtung machen. Und wann es dann nämlich kommt, kannst du das ja sagen, na okay, jetzt wird nicht über das Warum diskutiert. Jetzt ein Schritt über zum nächsten. Ja, man denkt sich ja, okay, hey, 270 Kilometer, 10.000 Höhenmeter ist viel genug, ja. Es darf nichts mehr dazukommen, weil es ist ja schon krass. Also, da jetzt auch, ob es 50 Kilometer und 3.000 Höhenmeter sind oder ja, es ist also völlig egal. Aber man denkt sich so, das ist schon schlimm genug. Also, ja, nicht. Und dann bringt einen das ja sofort total aus der Fassung, wenn dann noch was zusätzlich passiert. Also wie, das darf nicht sein, ja, und dass wir dann sofort eben in so eine totale Opferhaltung auch verfallen, wenn das passiert. Und das nimmt einem halt diese Negativvisualisierung, weil ganz realistisch betrachtet passiert alles Mögliche. Also kein Mensch wird einem garantieren, dass an dem Tag jetzt genau die richtige Temperatur ist, nicht zu heiß, nicht zu kalt, kein Regen, ja, das ist möglich, aber großes Glück eher, ne? Und ja, also das ist eigentlich schwierig, ja, wenn man das nicht macht, wenn man sich nicht darauf vorbereitet. Ja, voll wertvoll. Und vorher sind bei mir zwei Dinge aufgeploppt, die ich seit, glaube ich, 10 Jahren oder sowas bei mir mache. Und das eine, wo du gesagt hast, du kriegst Energie von der Erde. Bei mir ist es das Mantra, das sicher schon 10 Jahre auf der Erde, mit der Erde, auf der Erde, mit der Erde. Also ich laufe auf der Erde, mit der Erde und ich spüre die Energie. Und wenn es regnet, ich liebe den Regen. Wenn ich den Regen und den Wind in meinem Gesicht spüre, viele sagen so, war Regen, dann quasi ist schon die Stimmung am Ende und so. Und bei mir ist jeder Regentropfen, ich spüre den so ganz genau dann und ich merke, in jedem Regentropfen ist so viel Energie drinnen. Und ich merke, das mache ich. Ich glaube, als Kind war das schon einfach, wenn es geregnet hat im Gesicht, das war einfach angenehm. Und wo ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe, habe ich gemerkt, hey, jeder Regentropfen, das ist mein Power. Sicher gibt es Tage, wo kalt ist und nass und dann ist nicht immer so. Aber grundsätzlich merke ich so, ah ja, der Regen, jeder Tropfen gibt mir wieder frische Energie auf der Erde, mit der Erde. Und dann bin ich gleich wieder ganz woanders gedanklich. Ja, das ist so hilfreich, oder? Ja, Ja, unglaublich. total gut. Ja. Ja, wow, liebe Eva, ich glaube, wir könnten stundenlang quatschen. Ich freue mich auch schon super auf unser Camp. Das ist von 26. bis 29. September. Feiern wir zwar unser Camp-Premiere und ich freue mich unglaublich, dass wir zwar das machen können. Ja. Was erwartet die Ja. Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Magst du vielleicht noch ein paar Worte sagen, was du da gern an dem Wochenende einbringen wirst? Oder gibt es Dinge, die dich an dem interessieren, was ich vielleicht einbringen werde? Hast du Fragen an mich? Also voll gerne mal da Perspektiven wechseln einmal. Ja, also ich freue mich wirklich total, dass wir das machen, weil ich einfach sehr neugierig bin. Also erstens die Physiotherapie, ja, also der Körper
Und der Körper mit dem Geist, und ich weiß ja, du beschäftigst dich schon auch sehr intensiv so mit der geistigen Ebene und auch mit der Achtsamkeit. Und ich finde halt total schön, also das, ich glaube, wir haben beide vor, diesen Achtsamkeitsaspekt reinzubringen, was ja so ein viel gebrauchtes Wort ist. Schade ist, weil es hat ja so eine Qualität. Also nicht mal das Handy auszulassen und wirklich mal in den Körper reinzuspüren und wirklich die Übungen zu machen oder achtsamer zu laufen. Das ist ja wirklich einfach totaler Genuss wie die Regentropfen, die du beschreibst. Das ist so, ich denke manchmal, wenn ich eine Meditation mache oder anleite, so, wow, wieso macht man das nicht öfter? Es ist eigentlich so ein schöner Zustand. So, da freue ich mich wirklich total, dass wir das so umsetzen und auch bin sehr neugierig, was du da alles zu erzählen hast und das ist bestimmt ein guter Austausch. Und dann freut mich natürlich riesig, nach Grindelwald zu kommen. Was hast du da für einen Bezug zu Grindelwald? Bericht einmal. Ja, es ist einfach wahnsinnig schön. Also ich habe ja, du hast gefragt, schickst du mir Bilder und es war nicht schwierig, weil mein Bildschirm schon ist, halt einfach ein Bild von Grindelwald. Weil es so cool ist und ich habe mich auch dieses Jahr jetzt wieder für den Eiger angemeldet, Mega. wo es eigentlich zu nah am UTMB dran ist, aber einfach, weil einer meiner schönsten Trainingsläufe, schönste Erinnerung ist einfach auch da die Strecke, die vom 50er nochmal abzulaufen und ja, es ist gigantisch schön. Ein Blick auf Jungfrau, ich war auch schon auf dem Eiger, Jungfrau, Mönch habe ich mal an einem Tag gemacht, aber wenn ich einmal hochgucke, dann finde ich es auch super, die hohen Berge, die Eiger Nordwand, den Blick, also es ist ja wirklich einfach eine tolle Umgebung. Wow, hast du die, welche hast du an einem Tag gemacht? Eiger, Mönch, Jungfrau. Wow, das war dann einer von den Tagen, wo du dann aber nicht gesagt hast, das war halt ein kurzer Tag mit 7 Stunden, sondern das wird dann ein bisschen länger gewesen sein, oder? Ich glaube, ich war 14 Stunden oder so. Ja. Mit einem, den ich beim Eiger Ultra kennengelernt habe. Und den habe, ach, der macht Hochtouren. Schau mal, könnten wir mal was zusammen machen? Und das ist dann dabei rausgekommen. Ja, war wow, das ist, ich habe Bilder von dir gekriegt und ich war ja dort tatsächlich noch nie. Es war, ich habe das schon ganz lange in meinem Kopf, dass ich dort immer hin möchte. Ich kenne es als leidenschaftlicher Harry Potter Leser, ist der Begriff Grindelwald schon lange in meinem Repertoire irgendwie drinnen. Und ja, und jetzt, ich habe die Bilder von dir gesehen und habe mir gedacht, wow. Also echt, ich bin so froh, dass mir der Stefan von der Eiger Lodge damals angeschrieben hat und gesagt, du, Florian, möchtest du nicht bei uns ein Camp machen? Und ich, ja, in der Schweiz habe ich noch nie was gemacht. Und dann haben wir telefoniert und dann ist es voll schnell gegangen, dass wir das fixieren. Das gefällt mir richtig. Ja, mich auch, voll cool. Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch gehabt zum Thema Umfeld. Ich habe jetzt einige kennengelernt, die mittlerweile von eher Norddeutschland eher in den Süden gezogen sind, näher an die Alpen. Also, wie ist denn das bei dir? Wie wichtig ist dir das Umfeld, wo du lebst? Wo bist du jetzt eigentlich gerade überhaupt? Also jetzt gerade bin ich in München. Ich werde aber heute noch nach Garmisch weiterfahren. Und ja, habe mir jetzt auch überlegt, was ist denn besser, die Stadt, das Stadtleben, den Austausch da, das ist schon auch was wert, aber eben auch die Alpen und die Berge in der Nähe. Und jetzt habe ich das große Glück, dass ich beides haben kann, also dass ich noch beides habe. Und ja, das ist natürlich optimal. Und es fruchtet natürlich auch das Training. So in Garmisch ist mittlerweile, durch das halt viele Leute auch Homeoffice machen können, sind viele hinzogen, die halt einfach wegen dem Sport da sind. Und das merkt man schon auch, finde ich, wenn man auf einmal in so ein Umfeld reinkommt, ja, dass einen das sehr mitzieht und dass man sehr einfach sich gegenseitig so befruchtet. Das ist schon toll. Ja, das glaube ich. Und ich habe damals das mitverfolgt, wo du mit deinem Mann in Garmisch gestartet bist und dann einige Zeit später in Chamonix angekommen bist. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, da ins Detail gehen. Aber was kommen dir für Erinnerungen? Ich habe das also am Podcast von dir, wenn man gehört, wo du darüber gesprochen hast. Und ich habe teilweise so herzhaft mitlachen und mitfiebern müssen. Und weil ihr wart ja da als Team, als Partner unterwegs und einfach dann die Themen, die Herausforderungen und der Support, der dann da auf der Reise auch geschehen kann, das habe ich einfach unglaublich schön und authentisch gefunden, wie du das da beschrieben hast. Wenn du da jetzt zurückdenkst an diese Reise, was kommt dir da in den Sinn? Ja, das ist halt schon, also wir sind, wie du schon sagst, ne, in Garmisch gestartet und wir haben halt geschaut, dass wir die möglichst
höchste Linie, halt wie es natürlich immer Plan, ja immer möglichst weit rauf und dann halt in Chamonix geendet, was aber auch hieß, dass wir kontinuierlich wirklich auf blau-weißen Steigen unterwegs waren. Also wir waren einfach nie auf den normal rot-weißen Wegen unterwegs, sondern es war kontinuierlich Steig. Das heißt halt dann, dass du für 35 Kilometer nicht, was weiß ich, 4-5 Stunden brauchst, sondern halt gerne mal 8-9 Stunden. Und also das war halt wirklich herausfordernd, abenteuerlich und wahrscheinlich die schönste Sache, die ich bis jetzt so gemacht habe. Also da denke ich sehr, sehr gern dran zurück. Wie lange wart ihr da eigentlich dann insgesamt unterwegs? Ich denke, es waren 23 Tage, ja. 750 Kilometer waren es und 55.000 Höhenmeter, also viel. Ja. Und auch der letzte Teil war dann noch Hochtouren. Also da sind wir dann über die 4.000er haben quasi Hochtouren-Sachen deponiert gehabt und sind dann eben mit den Hochtouren-Sachen noch ein bisschen im Hochgebirge auch gewesen. Unglaublich, unglaublich. Ja, was war für dich da die größte Herausforderung, für dich persönlich jetzt bei der Tour? Was kommt dir da in den Sinn? Ja, die größte Herausforderung war, dass der Johannes zwischendurch ganz heftig umgeknickt ist. Wir haben gesagt, die größte Gefahr ist eigentlich das Laufen, oder? Wenn man sich, du weißt es, ja, sich oft so eine lange Zeit, solche Distanzen, wahrscheinlich irgendwas passieren wird mit Überlastungserscheinungen. Und dann sind wir halt, haben die letzte Laufetappe gehabt und waren dann halt in den Hochtourenstiefeln und haben gedacht, jetzt wird es eher halt auch anstrengend, aber anders. Und dann ist der Johannes halt genau da total umgeknickt und halt dann richtig Tennisball, dicke Knöchel, total angeschwollen. So, und dann saßen wir halt in Zermatt und haben gedacht, eigentlich ist jetzt ab in Zug, ja, und nach Hause. Und dann haben wir, Gott sei Dank, sind wir drauf gekommen, dass wir eine der Mentaltechniken oder was ist mental, ich weiß es nicht, also dass wir uns aufgeschrieben haben, so was haben wir jetzt für Optionen? Heimfahren ist eine davon, die ja eigentlich unumgängliche. Ja. Und dann haben wir aber noch gedacht, naja, man kann jetzt auch zum Arzt gehen und fragen, was eigentlich so ist. Man kann auch ich kann weiterlaufen und auf einer einfacheren Strecke und Johannes kann mal 2-3 Tage abwarten. Oder er könnte sich ein Radl leihen und ich könnte laufen und er radelt. Also, so, und dann fängt man auf einmal an, irgendwie so Optionen zu sammeln und so durchzubewerten. Ne? Also das wird dann aufgeschrieben, 10 Optionen und erstmal ohne Kommentar und dann so bewertet, 0 bis 10 Punkte, wie gut ist es? Und nach Hause fahren mit dem Zug war dann 0 von beiden Seiten. Und und dann ist der Johannes zum Arzt und der hat gesagt, das ist einfach, es ist jetzt nichts gerissen oder so, nichts, was er kaputt machen kann, ist Kapsel überdehnt, das tut brutal weh, aber es geht nichts weiter kaputt. Und wenn er es aushalten kann, können wir weiter halt machen. Also ja, dann laufen, sondern wir sind ja dann eben weiter Hochtour gegangen. Das heißt, man wandert ja eher hoch und dann hat er das ausgehalten und durchgestanden, sodass wir dann tatsächlich auch in Chamonix angekommen sind. Boah, direkt in Chamonix nach so vielen Tagen und doch einigen wahrscheinlich wunderschönen und ein paar herausfordernden Momenten auch. Und kann ich mir echt vorstellen, in welchem Jahr war das? Wann habt ihr das gemacht? Ah ja, genau, ich wollte es gerade sagen, 2020, nämlich da, ich habe davor schon den UTMB versucht und habe es nicht geschafft. Und dann haben alle gesagt, ja, kannst du ja nächstes Jahr wieder machen. Und ich sage dann immer gerne, who knows? Ja, keine Ahnung, was passiert. Und tatsächlich war es dann halt so 2020. Und mit den ganzen Lockdowns und sowas haben wir tatsächlich auch in dieser Zeit geschafft, durch 5 Länder durch diesen Lauf zu machen, was ja völlig verrückt ist eigentlich. Wow, grandios. So, jetzt kommen wir dann gleich noch zu ein paar kurze Schlussfragen. Normalerweise frage ich meine Interviewgäste, wie lange sie Zeit haben. Ich habe das halt bei dir vergessen. Ich habe das Gefühl, wir haben erst 15 Minuten gesprochen und es ist schon fast eine Stunde. Hast du einen Punkt am nächsten Termin oder
Nee, ich habe keinen nächsten Termin, aber ich hätte jetzt auch so 15 Minuten gefühlt, Es gell? ist unglaublich und wir sind schon bei 50 Minuten. Also, liebe Eva, es wird echt Zeit, dass wir dann unser Camp gemeinsam machen können und einfach da unsere Erfahrungen und Ansätze da auch über den Podcast hinaus dann einfach nur weitervermitteln können. Und ich merke, also, wir haben in so vielen Bereichen so ähnliche Zugänge. Wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen und in der Essenz trifft sie sich dann doch irgendwo da und dort wieder. Und ja, das wird einfach echt echt eine schöne Zeit. Also ich werde es dann auch unten nochmal verlinken, wo man sich dann anmelden kann, wenn es Fragen gibt im Vorfeld an alle, die jetzt zuhören. Meldet euch voll gern und ihr braucht euch keine Sorgen machen für, oh, die Eva ist so eine super tolle Läuferin, komm ich da mit, wir sind da in Grindelwald, laufen die mir eh nicht davon. Also ich habe jetzt ja mittlerweile schon 47 mehrtägige Laufcamps gemacht, also ich habe da viel Erfahrung schon gesammelt und wir lassen nie irgendwen wo auf der Strecke. Intervalltraining, schnelle Trainings kann ich alleine machen oder eine schnelle Runde laufen, da geht es um was anderes. Um das, was können wir am Trail mitnehmen? Wie können wir achtsam gut auf unseren Rhythmus hören, auf unseren Körper hören? Wir sind im Austausch miteinander, wir machen Workshops dort. Die Eva gibt Inputs, ich gebe Inputs und da geht es nie um Geschwindigkeit. Und wenn wer mal kurz schneller laufen möchte, dann sagen wir: Okay, bist du oben, da treffen wir sie oder du laufst wieder runter, dann habe ich ein paar Dinge im Sortiment. Aber das ist einer der größten Bedenken im Vorfeld immer wieder. Da bin ich ja viel zu langsam und das traue ich mir vielleicht nicht. Und dann nehme ich mir gerne im Vorfeld manchmal Zeit, dass wir kurz telefonieren, um die Bedenken einfach auch zu nehmen. Das ist mir ganz wichtig. Wie sagst du das, Eva? Lass mir irgendwen wo hinten und laufen davon. Sicher nicht. Na klar. Nein, einfach, ich glaube, wir haben beide so einfach Freude dran, auch gerade was von der mentalen Ebene und einfach vom Laufen insgesamt die Leidenschaft weiterzugeben. Und das ist, macht schon Spaß, finde ich, wenn man das in der Gruppe halt macht und teilen kann. Ja, genau. Ja, voll fein. Und da wirst ja du dann über den ein oder anderen Bewerb dann auch schon berichten können, wenn wir Ende September sind. Da ist ja dann auch schon, sind ein paar Monate liegen dazwischen, zwischen jetzt und dem, wo wir das dann machen. Ja. Und ja, bevor ich noch ein paar kurze Schlussfragen habe, Eva, kommt dir noch was in den Sinn? Für einen Im Moment. Moment eigentlich nicht. Es war wirklich super kurzweilig. Ja, komplett. Also passiert manchmal aber auch nicht so oft, dass es so kurzweilig ist, weil ich kurz auf die Uhr geschaut habe und dachte, wow, das ist jetzt echt schnell vergangen. Ja, Lieblingsmusik bei Intervallen. Gibt es bei dir Musikrichtung? Hörst du überhaupt Musik? Oh ja, bei Intervallen schon. Ja. Und dann Drum and Bass rauf und runter. Ja. Also richtig hart. Ja. Ja, das ist so das Einzige, was mir auf YouTube angezeigt wird. Das ist nur Drum and Bass, Drum and Bass, Drum and Bass. Ja, genau, das mache ich richtig gerne. Super, gibt's wo Trails oder Orte, wo du in deinem Leben liebend gerne noch einmal laufen möchtest? Neuseeland. Oh, da haben wir ein gleiches Ziel, ja. Ja, also es gibt so einen Trail, der komplett Nord- und Südteil verbindet. Und den würde ich, das wäre ein Lebenstraum von mir, da zu laufen und unbedingt über die Lofoten. Ist ja eigentlich auch ein Wettkampf gewesen, aber wegen Verletzung musste ich den sausen lassen. Aber über die Lofoten nochmal, das ist ein zweites ganz wichtiges Ziel. Wow, Oh. Neuseeland. Ja, eine Physiokollegin von mir, die lebt seit 4 oder 5 Jahren in Neuseeland und die hat jetzt den ersten Ultra-Trail-Run gemacht. Und die hat schon mal scherzhalber gesagt: Du, Flo, es wäre cool, wenn du in Neuseeland einmal ein Camp machst. Genau, da komme ich sofort mit. Ja. Ist gebucht. Ich gebe da Bescheid, so wie mit Dani Jung habe ich kürzlich telefoniert und er hat gesagt: Hey, La Palma, wir müssen in La Palma, weil er ist jetzt auch in meinem Team mit dabei. Ich war noch nie in La Palma, aber es dürfte dort auch recht schön zum Laufen sein. Ja, komme ich auch mit. Ja. Bin ich überall dabei. Uphill oder Downhill, gibt es bei dir da eine Präferenz, Eva? Downhill. Downhill, ja. Ja. Genau, da sind wir wieder bei Grindelwald. Das ist einfach so die sofort, oh, ich liebe Downhill-Laufen. Das ist einfach, gibt nichts Schöneres. Bist du da irgendwie fokussiert auf irgendwas? Denkst du da irgendwas, wenn du flott im Downhill laufst? Nee, eigentlich bin ich manchmal nur fasziniert, wie die Füße das schaffen. Ja. Also manchmal schaue ich einfach nur dem Körper zu und denke mir, ich weiß nicht, wie du es machst, aber es ist cool. Ja. Faszinierend. Gel oder Riegel? Gibt es da Präferenz bei dir, wenn du unterwegs bist? Riegel schaffe ich im Wettkampf überhaupt nicht. Also im Wettkampf nur Gel und in den Trainingseinheiten lieber Riegel. Lieber Riegel, okay.
Gibt es ein Motto, das sich durchs Laufen oder durchs Leben trägt? It's now or never. Also ich denke mir, mach's jetzt. Also wenn die Gelegenheit da ist, weil du weißt nicht, was kommt oder ob sich die Gelegenheit nochmal ergibt. Man denkt oft so, ja, kann ich ja noch oder mache ich schon noch. Aber ich mache lieber zu viel, weil irgendwie geht es sich schon aus. Ja. Und jetzt. Ja. So, ja. War voll schön. Buchempfehlung oder Doku-Empfehlung? Also die Doku-Empfehlung von vorher, welches war das nochmal, die du angesprochen hast? Ah, von Marco Olmo, das fand ich sehr schön, also sehr inspirierend. Ja? Ja, und Bücher, da tue ich mich immer hart, eins auszusuchen, weil das sind wirklich viele oder mehrere. Aber eins meiner Lieblingsbücher, das habe ich jetzt auch schon öfter mal erwähnt, ist das kleine Handbuch des Stoizismus. Da ja. sind so praktische Sachen drinnen, also das mag ich wirklich total gerne. Dankeschön. Dankeschön für die Buchempfehlung zum Schluss. It's now or never. Dankeschön für das super inspirierende, schöne, kurzweilige Gespräch. Also ihr persönlich für mich da unglaublich viel mitnehmen können und ich bin überzeugt davon, dass du da draußen Zuhörerinnen, Zuhörer einfach auch einiges mitnehmen hast können. Und ja, einfach wirklich Dankeschön für deine Zeit, Eva, für das Teilen von deinen sehr spannenden, wertvollen Erfahrungen. Und meine Vorfreude auf Grindelwald, 26. September dieses Jahres, ist ja jetzt schon sehr groß. Und jetzt ist sie noch viel größer. Dankeschön. Ja, auch wirklich. Also ich freue mich sehr. Danke sehr. Danke. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es dir gegangen ist bei dem Gespräch. Es war für mich richtig, richtig schön, mich mit der Eva jetzt austauschen. Wir haben jetzt auch noch kurz ein bisschen noch besprochen, nach dem Podcast. Und ja, eigentlich konnte es jetzt auch gern schon 26. September sein. Also das käme früher, ich möchte die Zeit jetzt dazwischen nicht missen. Aber es ist einfach richtig, richtig toll, was uns da erwarten wird in Grindelwald. Ich werde es dann unten nochmal verlinken. Ich darf mich mega freuen, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, da möchte ich dabei sein, das wäre was für mich. Schau dir das voll gerne mal an. Wir sind da in der Eiger Lodge, da sind nur wir in der Lodge und das ist direkt in Grindelwald drinnen und die bekannten 4000er rundherum und da gibt es einfach voll schöne Trails direkt von Grindelwald weg. Also wir sind da jetzt nicht hochalpin und sowas unterwegs, das überhaupt nicht, sondern wir haben coole, laufbare Trails und wenn du da von 26. bis 29. September mit der Eva und mir unterwegs sein möchtest, bei Mindful Strides, wie das Format heißt, dann freue ich mich jetzt schon, wenn ich dann bald deine Anmeldung bei mir im Postfach sehe. Und da nochmal der Hinweis, ich lese mir das Anmeldeformular immer genau durch, da schreibst du deine Lauferfahrungen dann ein und dann gib dir einfach eine liebend gerne Rückmeldung per Mail oder wir telefonieren kurz, deine Fragen dazu, deine Bedenken vielleicht noch, deine Lauferfahrungen, kann ich da Rückmeldung geben, sag, hey, das passt super. Und genau, dass du dann einfach weißt, du bist da beim richtigen Format, am richtigen Ort mit den richtigen Coaches. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Bis bald. Servus. Running Free. Laufen in deinem Rhythmus.